Ja, warum habe ich den Bruchsand dabei? So ein Scheiß. Brauchen wir alles gar nicht hier. Aber Nitrat ist ganz wichtig. Ah! Fällt euch ein. Mach Sitz. Gutes Mädchen. Ich find's gut. Auf Arbeit kriege ich immer Ärger, wenn ich Frauen auf den Arsch schlage. Hier werde ich nur belobigt. Glaube, wir haben das Gröbste überstanden. Oder auch nicht. Jetzt spawnen sie hinter uns und kreisen uns sofort ein. Ja, die sind hinter mir gespawnt. Dieses hinter einem Spawn ist so scheiße. Ah, verdammt. Hält euch ein. Ey, erst schlage ich, dann ihr. Wenn's normale wären, okay, aber die Grünen nerven halt. Ja, und hier im Gefängnis, ja, okay, das, man muss ja auch irgendwie merken, dass es das Gefängnis ist, oder? Ja. Oh, stabil sind die auch noch. Ich hätte jetzt auch Bock auf so einen Smoothie tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke. So einen richtig schön geeisten. Ich nix dagegen. Ah, oh, Kürbis. So, hier waren wir. Irgendwer hat schon wieder Bruchsand eingesteckt. Kannst nur du gewesen sein. Ja, das war auch tatsächlich diesmal ein Versehen. Darf doch nicht wahr sein, mein Gott. Lass mich doch mal in Ruhe. Was kommt? Wie sie schnurstracks auf mich zurennen, ey. Nö, der eine geht auf mich. Der Grün. Alter, was? Verdammte Spinne. Geh weg! Was soll das? Oh. Die haben mich eingekesselt, die Schweine. Mein Gott. Klar. Mal gut hier. Alter, was kommt da schon wieder? Ich weiß es nicht. Verdammte Spinne. Oh. Das ist sogar, das lohnt sich hier reinzuschauen in diesen Lootbag. Dann gleich. Ich bin auch voll. Ja, aber da kannst du vielleicht noch mehr was, ein paar Sachen noch aufnehmen. Weil ich bin jetzt auch ziemlich voll. Na. Obwohl, ich habe Steine, so ein Scheiß. Stoff brauchen wir auch nicht, hast du gesagt. Nö, da habe ich erstmal genug gesammelt. Gipsverband brauchen wir nicht, aber Stahlstiefel Level 6 kann ich zerlegen, oder? Ja, brauchen wir auch nicht. Schockstab kann eigentlich auch weg. Ach, dann brauchen wir den Rest nicht. Aber was ist denn das hier? Ein Holzknüppel Level 3. Ja, gut, dass ich den hatte. Hier oben ist der Jackpot. Ich habe ihn gefunden. Oben? Ja, hier oben. Schade, dass ich gerade voll bin. Vielleicht kann ich noch was mitnehmen. Glaub mir, den Platz hast du nicht. Muss die Treppen ganz hoch. Ganz hoch. Achso, hier geht's noch höher. Ah, kann sein, dass ich hier was getriggert hatte. Ne, keine Ahnung. Ach, hier genau, hier sind sie aufs Dach gekommen. Das habe ich schon gesehen. Mhm. Aber ich habe nichts geholt, weil ich. Ach, hier bin ich von außen reingekommen. Hier bin ich reingekommen. Ja. Und da kam hier plötzlich eine Riesenarmee rein. Boah. Ja. Das. Guck mal, aufs Dach. Wir könnten uns eigentlich hier auf dem Dach verstecken. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Schön viel Platz. Wir könnten einfach das Treppenhaus hier sichern, oder? Stimmt, dann dürfte er eigentlich. Ich habe was zum Sichern dabei, lass mich das mal machen. Ja, ich würde sagen, wir sichern das Treppenhaus und gucken dann einfach mal. Aber wir sollten aber überlegen, ob es hier noch mehr Punkte gibt, wie sie aufs Dach kommen können. Ja, gucke ich ja gerade. Sind doch schon wieder Gegner? Okay. Ja, nur normale, die sind nicht so schlimm. Ich würde einfach sagen, wir bleiben dann dort und. Weil da haben wir auch gleich Kisten, die Munition. Wo kommt denn die her?
ich muss sagen. Ach, das ist die Treppe hier. Die sind einfach nur die Treppe hochgekommen. Bis jetzt sehe ich gerade. Ah, doch, die können sich durch Wände halt kloppen von innen. Ja, hinter dir ist eine Spinne. Was? Ja. Die ist unten. Warum ja, steht denn da mit? Warum steht da mitten im Hof ein Schreibtisch von Sandsack bei ihr? Was da auch nicht drauf. Das ergibt gar keinen Sinn. Aber wie gesagt, wegtechnisch, das so Treppenhaus so ziemlich ist einzige. Ja, das finde ich gut. Wir lassen uns einfach überraschen, was kommt. Unser Tod wahrscheinlich. Ich würde sagen, fange ich hier unten das Absichern an. Du machst das schon. Ich höre da noch jemand. Ich höre auch was, die kommen wahrscheinlich demnächst. Hunden. Ja, wir nehmen das Treppenhaus. Munition. Warte mal. Ach, hier war Honig drin, richtig. Nee, jetzt brauchen wir doch nicht, oder? Nö, auch nicht mehr. Nehme ich lieber den Honig mit. Na, ein bisschen was konnte ich noch mitnehmen. Ich sehe kommen, wir verbarrikadieren uns und dann kommt einmal einer, der sich in die Luft sprengt und schon sind wir am Arsch. Ist offen. Das habe ich dem jetzt gegeben. Aus Prinzip nochmal drauf. Da ist Säure drin. Und 5 Goldklumpen. Und haufenweise Gewehrmunition. Lohnt sich ein Blick für dich, finde ich. Okay. Hast du schon die. Hier unten hast du noch nicht abgesichert? Nee, hast du nicht. Nee, mach ich. Alles gut, wir haben noch Zeit. Ja, ja, ich weiß. Jetzt würde ich gerne die Zeit vorspulen. Was macht man jetzt in der Zeit? Erstmal eine Kiste. Na, absichern weiter. Was will ich denn noch groß absichern? Ich könnte ein paar Spikes bauen, tatsächlich. Hinstellen. Und zur Not, wenn es hart auf hart kommt, können wir flüchten hier raus. Ich würde aufs Dach flüchten und fertig. Ja, wie gesagt, wenn es hart auf hart kommt. Und dann würde ich einfach mal gucken, hier hinter rennen, vielleicht da hoch. Siehst du das? Da, ich würde einfach hier runterspringen, da hoch und ich glaube, hier ist eine Leiter. Da musst du dran springen, das ist schon mal gut. Hier ist schon Wetter. Da hast du hier nochmal ein klein bisschen Schutz. Ja, schon wieder ein Haufen. Mensch, wo kommt ihr denn schon wieder her? Ja, also das wäre jetzt wirklich die letzte Bastion hier drauf. Bringen wir uns mal eine Bastion mit. Eine Bastion? Wie soll ich eine Bastion bringen? Also, Bastionverteidiger. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Lade nach. Schlag den Typen in den Schritt. Wartet! Haut ab! Bin noch nicht so weit. Jetzt hab ich schon wieder eine scheiß Schürfwunde und Infektion. Sind die tot? Hinter dir ist noch so ein Lappen. Hab ihn weggewischt. Schüsse hier hoch können wir auch noch. Und hier hoch? Ne, da hinten, das meinte ich eigentlich. Und hier oben, hier ist auch ein Dach, da könnte man vielleicht auch hoch. Hier ist direkt eine Leiter neben dem Ding, wenn du es nicht schaffst. Und hier ist noch eine Leiter. Also hier ja, ist ein... da war ich ja gerade, das meinte ich ja. Ach so. Noch so ein Zombie. Jetzt Lust. Also entweder das oder das Dach da hinten. Eins von beiden, würde ich sagen. Ah, Munitionskiste.
Was zum... Kommt schon wieder welche? Ja, es war jetzt ein Einzelner, oder? Trotzdem. Wo kommen die her? Der war einfach da. Will doch nur beim Auto was holen, Leute. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Kannst auch ein bisschen ausladen. Ja, deswegen habe ich noch Zeit. Ich glaube, Das ist doch nicht dein Ernst hier. wenn es hart auf hart kommt, verschanze ich mich in dem Ding hier einfach. Wie viele da so wieder sind? Wo bist denn du? Brauchst du Hilfe? Ach du Im Hof. Scheiße! Die ist denn gar nicht interessiert, ey. Ich glaube, die kommen jetzt zu mir hoch. Oh, ne, die sind hier drinnen. Wilde Ah. Blutung. Klopsi, Klopsi. Doch, sie, doch, jetzt geht auf mich los wieder. Ne, ich behalte Nein, meine. das gibt's doch nicht. Noch mehr. Schaffst du, oder? Okay, da brauchst du vielleicht ein bisschen Hilfe. Alter! Ich bin froh, dass ich hier oben bin gerade. Ja, ist klar. Ey, wie viele Kopfschüsse brauchst denn du, Alter? Ich seh sie durchs Gebäude rennen. Kopfschuss, auch interessiert mich nicht. Noch ein Kopfschuss, ist mir Die egal. rennen alle auf mich zu jetzt. Sollen sie nur kommen. Mein Gott. Ja, noch welche. Da kann ich gleich mal die Position hier austesten. Ja, ein Hund ist auch noch hier. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Position hier ist super. Ich schenke für dich. Nein, sie kommen hoch. Hab mich Ja, aber hilf. gehört. Hilf mir, wir sind runter. Puh. Die habe ich im Griff. Ist der jetzt endlich tot? Oh, jetzt ist er tot. Mein, wo kommt ihr denn alle her? Hier ist doch gar keiner mehr. Oh, ich bin in dein Scheiß Ernst? Ich hab Antibiotika dabei. Blöde Schreierin auch noch. Die kommen halt alle durch die Treppe gerade hoch und laufen dann links raus. Also ich würde mich auf jeden Fall auf diesem Dach verschanzen und dann die gucken, dass ich die Leiter schnell zerstöre nach Möglichkeit. Aber Erst wenn wow. das Treppenhaus überhaupt Wir müssen auf wird. jeden Fall das Treppenhaus halten. Ich glaube, wenn wir das nicht schaffen, könnte schon Probleme geben. Ah, wie gesagt, ich habe ein bisschen Spielzeug dabei. Spielzeug. Was kommt denn hier? Ey, ich habe keine Lust mehr. Geht weg jetzt. Hier kommen von draußen auch noch mal gefühlt 20 Zombies rein. Also die wollen uns eindeutig. Story of my life. Ich bin überhaupt nicht von mir eingenommen. Alter, wie viel... Das ist doch... Ich guck mal, ob ich zu dir kommen kann. Bin draußen Oh, ich sehe haufenweise Hallo, Hundeleichen. Parkplatz vorne. Ich zerleg mal kurz die Hunde hier, ja? Ja, immer unsere Ruhe. Okay. Bin froh, dass du das so gechillt siehst. Ja, ich komme klar. Oh, drei Lootbags. Das konnte ich sogar aufnehmen.
Da ist noch ein bisschen Hast du Tee den? drin. Ach, den trinke ich einfach und gut ist. Obwohl, ne, ich brauche ihn gar nicht. Stahlbrustpanzer. Soll ich noch ein bisschen Zeug Den. geben zum Einlagern? Warte mal. Ich tue nur gerade was verändern. Ich habe Stahlbrustpanzer, der ist noch besser. Ja, du. Ich gebe dir mal ein paar Sachen, die ich gefunden habe. Die kannst du einlagern, wenn du willst. Okay. Ja, Leder brauchen wir eigentlich nicht. Das habe ich aus Versehen mitgenommen. Das ist eher was zum Verkaufen. Das Ach, den Honig kannst du auch haben. Das hilft gegen deine okay. Infektion. Eine Menge Zeug, ich weiß. Das Jobstab. Ja, Einer ne. braucht einen Jobstab. Haben wir einfach noch mitgenommen. Ich dachte, den kann man verkaufen. Kann man, aber brauche ich nicht. Oh, da ist schon wieder Grüne drin. Wir haben doch gerade sauber Da gemacht. ist ein Grüner hier. Wieso sammelst du denn Maismehl? Ist schade, also ich kann viele Rezepte draus machen. Aber wir haben doch tonnenweise Mais. Was? Wo kommt denn der schon wieder her? Bist du jetzt im Wasser? Ach ja. Alter! Halt die Schnauze! Es ist irgendwie nicht lustig, was hier passiert. Nee, es sind ja auch so viele vor allem. Es ist eine gute Idee, dass wir das Blutmund nehmen hier, oder? Ich glaube ja. Ja, man darf aber auch nicht vergessen, wir spielen halt auch auf Irre. Aber ich glaube, das macht nur die Zombies stärker, oder? Zombies macht stärker. Ja, es halt weniger aus. Und die halten mehr aus. Ja, aber ansonsten die Menge an Zombies müsste gleich sein. Oh, 8 Stück pro Spieler müssten Ne, eingestellt so sein. allgemein hier. Ja. Ich finde mich in diesem Knast nicht zurecht. Nee, ich habe auch noch ein bisschen Orientierungsprobleme. Oh, Also hier kommt hier jetzt ein dürfen sie Auto. eigentlich nicht durchkommen, hier in dem Bereich. Das sind. Naja, doch, es ist eine Gefahr. Ich stelle hier auch mal ein paar Spikes hin. Brauchst du nicht, ich habe was Besseres. Ich mach's trotzdem mal. Na ja, mach. Diese blöde Robotikdrohne. Ja? Meinst du meine? Ja. Die hat ja doch gar nichts getan. Die verhindert, dass ich was platziere. Ist da gerade was nachgespawnt? Nee. Ja, die ist gerne mal im Weg. Haben wir was zum Reparieren von Blöcken? Also wenn es hart auf hart kommt, lauf ich. Wo bist du? Hier durch. Und ich hole mal die ganze Draußen. Munition, die noch hier ist. Dann wird er Besucher. Ey, hier ist so viel Munition, das kann ich gar nicht aufnehmen. Wie viel habe ich jetzt? Ich habe über Ich habe in 1000 der Schuss. Kiste an der Wand. Ja, über 1000 Schuss. Okay. Da ist noch haufenweise Zeugs wie jetzt. Ach, ich trinke den Goldrutentee. Und was ist das hier? Dartfallenpaket. Ich nehme die Goldklumpen. Muss noch mal schnell zur Base. Ich habe was vergessen. Eine Windel? Ist ja noch genug Zeit. Ach, dann war der Blutmond direkt da. Hier steht ein Hey, ganzer Freeman, das ist Generator. 21. Ja, den habe ich da hingepackt. Ach so. Ach, du machst die Schlitzfallen. Ich will. Nö, Elektrozäune. Ach, von mir ist auch die. Ich sehe schon, Kannst du ihn. der erste Explosive läuft durch und alles ist weg. Es könnte sein. Ich rechne fest damit. Ist ja nicht ausgeschlossen hier. Ach, es wird lustig. Ich finde es gut, dass die Goldklumpen so wenig wert sind. Selbst Diamant ist wenig wert, finde ich. Ja. Oh, ich bin jetzt Superhirn. Okay, 300% Schaden mit Kopfschüssen. Gerade mit der Schrot schieße ich halt sehr oft auf den Kopf. Das sollte eigentlich ganz gut sein. Dann muss ich noch hier ein paar Attribute machen und dann
Kann ich eigentlich auf Wirklichkeit gehen und dann habe ich alles auf Maximum, außer Wahrnehmung. Was bringt Wahrnehmung? Du hast keine Ahnung, was um dich Ja. geschieht. Du verursachst 200% Schaden mit Kopfschüssen. Moment, ist das bei allen mit den... Oh, du hast Ach, recht, eine nee, das ist überall Klingenfalle könnte gleich. ich mal Okay. mitnehmen. Ja, was? Eine Klingenfalle könnte ich mal mitnehmen. Der Durchbohrer. Ah, der glückliche Sammler. Altstoffsammlung, Schatzsuche. Ja, so manche Sachen habe ich schon echt gut gefunden an Büchern, aber viele Sachen auch nicht. Ich habe eigentlich nur Auf zum Gefängnis. Nahrung ziemlich weit. Was für ein Level habe ich? Scheißgeländer. Was für ein Level habe ich denn eigentlich? 97 und du bist wahrscheinlich schon 150 oder so. Ich bin schon über 200. Da habe ich noch was vor mir. 230 oder 40 Aber müsste ich ich glaube, sein. es gibt. Da müsstest du ja eigentlich so ziemlich alles freigeschaltet haben, oder? Ich habe noch nicht alle Punkte verteilt. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall ein Achievement, wenn du das Maximallevel erreicht hast. Ich dachte aber, das war bei 1000. Ich sehe auch schon, ich habe über 200 mittlerweile an Ausdauer. Also ich glaube, leveltechnisch kann ich bis ins Unendliche gehen. Ich darf nur nicht alles freischalten. Weil also wie du alles hast, kriegst du, glaube ich, logischerweise keine Level mehr. Weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Das glaube ich nicht. Was? Ich wollte gerade hier was kaputt machen, was hier machen und musste gerade feststellen, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Schön. Okay, aber so kann ich das, kann ich dann relativ schnell zerstören. Mit ein paar Schrotschüssen. Ich wäre ja schon wieder angespuckt. Klingt ein bisschen nach meinem letzten Arbeitgeber. Mein Gott. Mir fällt gerade ein, eigentlich heißt doch, wenn ich ein gutes Zeugnis habe, dass ich eigentlich einen Bonus kriege. Ich habe meine 2 geschafft. Wo ist mein Bonus? Klar ansprechen. Ich weiß aber auch Bonus nicht, ob auch. das für Sie. Ja, eine 1 ist zu utopisch, das weiß ich, dass ich das nicht hinkriegen werde. Aber vielleicht zählt auch nur das Abschlusszeugnis, weil ich glaube, da gibt es 100 oder 200 € Bonus. Nicht schlecht. Aber ich hätte auch so gern wenigstens eine 2 im Abschlusszeugnis. Ah, gut, ich habe eine Idee. Und weißt du was? Nur noch nur noch eine Woche arbeiten, dann hab ich Ferien. Also Urlaub. Ja, das hat's, glaube ich, schon gesagt. Ja, ich 3 Wochen, glaube. ne? Ja. Da werde ich hier so ein oder andere Projekte hier drinnen und draußen fertig machen, auf jeden Fall. Ich freue mich halt auch echt drüber. Und was machst du Glaube jetzt? ich dir. Du hast Benzin geholt, oder? Yep. Cool. Was packt man in die Kiste da? Elektrozahnpfosten brauche ich, Schalter brauche ich. Oh, ich habe keine Relais mitgenommen. Na egal. Oh ja, ein bisschen Muni haben wir, Minen haben wir. Wir sollten einigermaßen klarkommen, würde ich sagen. Säure? Auch nicht, wie weit erreicht. Machen wir mal so. Eine Dartfalle. Kann ich zerlegen, oder? Nur ja, damit können wir auch was bauen, aber erst später. Ich pack sie mir immer hier rein. Hier. Oh ja,
Kürbiskuchen, Volker. Steak und Kartoffeln. Richtig geil. Und weißt du was? Das Essen ist schon vorbereitet. Ich muss dann nur noch die Kartoffeln zermanschen und alles in den Ofen schieben. Eine Dose Sham. So, Klingfalle. Da. Hast du überhaupt dahin? Nein, zu viel Treppe. Ach, mach einfach was weg von der Treppe. Genau. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht einen Weg irgendwo hin eröffnet haben damit. Nö, nö. Und dann direkt auf Weg von der Treppe. Ah, ne, sieht gut aus. Oh, das. Ja, klar, 10.000. Nein, das ist der Rahmen. Ich dachte jetzt, das war nur der Rahmen. Dachte ich jetzt gerade auch. Oh ja. Schön verpixelt, das Ding. Oh, die wird ihren Zweck erfüllen. Denke ich auch. Egal wie verpixelt. Wenn du die Treppe machst, kommen wir nicht mal hoch. Oh, du kannst da eh nicht springen. Ich sehe schon, komm, wir fliegen da runter. Kurz vom Blutmund. Ah, kurz ausruhen. Weiter geht's. Du stehst im Weg. Moment, wo führt denn das hin? Ah. Ich habe eine Sporttasche gefunden. Aber ist egal, hier ist eine Klingfalle dann davor. Ja, ich habe eine Sporttasche gefunden. So. Ich da ein Soundspfeiler? Was ist das hier? Zum anderen ausschalten? Soundspfeiler, ich habe jetzt keine Relais dabei. Ach so. Ich sehe trotzdem kommen, dass das nicht, dass das kein gutes Ende nehmen wird. Ah, ich glaube, ich vertraue auf uns. Oder wir rennen selber in die Elektrozäune. Und sind dann gestunt und die bringen uns einfach um. Naja, nicht das erste Mal. Also was Blödes passiert? Ah, nö, ja. Irgendwie nicht. Also ich bin's gewohnt, sag man's mal so. Passiert ständig irgendwelche Scheiße. Kann ich eigentlich Steine auch werfen? Ja, kannst du werfen. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gemacht. Das hat, glaube ich, keinen Schaden gemacht. So, dann das. Ich werfe einfach mal Stein in die Stadt. Dem? Ach so, das ist zum Ablenken, glaube ich. An dem, von dem, an dem. Hier. Bleibatterie für Autos Level 2. Ich habe noch ein bisschen Aloe-Creme, falls du es brauchst. Ich habe schon mal schönere Arbeit gemacht, aber was soll's. Was machst du gerade? Ist ja alles provisorisch. Verkabeln, oder? Jo. Ah ja, verkabeln. Irgendwie jedem aus meinem Betrieb, dem ich sage, dass ich diese Anschlussdosen in der Schule machen sollte, sagt, wieso musst du das machen? Ui, die drehen sich aber schön. Funktioniert gut. Mhm. Dann passt das ja. Ich habe sogar so eine scheiß Anschlussdose gefunden, die nicht richtig funktioniert und... Was soll ich machen? Sag es der Haustechnik, die sind dafür verantwortlich. Warum muss ich das lernen? Warum musste ich den Scheiß lernen? So, jetzt vermieten wir noch unten das Treppenhaus. Und pass auf, wie gesagt, nicht durch diesen Stromfall rennen, ne? Warum nicht? Weil du dann geschockt wirst. Ach so, das halte ich. Gestand bist. Das halte ich aus. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, werden sie nur durch dieses Treppenhaus hier kommen oder werden sie hier unten durchkommen? Ich glaube nämlich eher, die werden hier unten durchkommen. Freeman, wo ich gerade bin. Ah, wir werden es doch sehen, von wo sie kommen. Obwohl, da könnten sie auch durchkommen tatsächlich. Oh, das ist aber explodieren die Minen alle mit einmal? Nee, oder?
Ich glaube nicht. Können kommen, wie sie wollen. Ja, die das in unserem Schutz? Nö, ich habe noch ein paar Minen, die ich nicht brauche. Alle weg? Jo. Du solltest auf jeden Fall deine Sprengpfeile dann dabei haben. Hab ich dabei, keine Angst. Na, ist genug. Extra viel gebaut. Aber ich müsste mal noch die eine Mod bauen. Pfeilauflage oder wie das heißt. Ach ja, so einen hatte ich Ich mal. glaube, da kannst du für 5 Pfeile. Wieder Armbrust bei Half-Life. Die im ersten Teil. Im zweiten Teil hatte die ja bloß einen Schuss. Genau, und da waren sie auch bloß glühende Bolzen noch. Ja, die war trotzdem gut. Die hat ordentlich reingehauen. Wenn du damit getroffen hast, das hat gezwiebelt. Auch im Deathmatch war das richtig übel. Daniel konnte echt gut mit dem Ding umgehen. Der hat mich vor allem ständig gesnipert. Ach so, die kommen ja auch hier rein, ha? Ja, genau. Könnte passieren. Na, obwohl, da kommen sie nicht so gut hoch, die Treppen sind ja kaputt. Dann mache ich die Treppe nochmal ganz kaputt. Komme ich da noch Und hin? zum. Ja, ist alles noch aus. Alles Ach, gut. die Minen kommen, explodieren die auch bei mir? Kannst du herausfinden. Oh. Oh ja. Was Oh. tust du da? Das tut weh. Du bist so clever. Was hätte ich denn machen sollen? Ich konnte nicht drüber springen. Die ganzen. Und das sind die kleinen. Bei den großen würde ich aufpassen. Ach, die eine große habe ich ausgelöst. Aber weißt du, was ich mache? Ich gehe nochmal schnell raus. Und hol mir. Graswasser. Für einen Schlafsack? Schlafsack machen, ja. Ich gehe einfach nicht drauf. Ja, du bist sehr optimistisch. Bringst du mir was mit? Oder soll ich mitkommen? Nein, nein, ich bring dir was mit. Was Süßes. Was zum Spielen. Ein Und Schokolade. Schokolade. Ess lieber mal einen Apfel. Wenn das nicht so eine absolute Todesfalle wäre, könnte man sich echt überlegen, ob man sich hier drin eine Basis aufbaut. Ja, wenn die scheiß Mission nicht wären, dann Auch würde ich so, das auch ich würde immer nehmen. davon ausgehen, dass die plötzlich bei einem hinter einem spawnen. Oh, das stört mich nicht so. Das stört dich, wenn du dann eingekreist bist wie ich. Nein. Bin da ziemlich robust. Ich finde auf jeden Fall ein bisschen Papier. Ich zerleg mal noch hier was, vorsichtshalber. Ich mach mal unten die Türen zu, dass die nicht einfach reinrennen. Ich glaube nicht, dass sie das aufhält. Ich glaube, das mit den Minen war nicht ganz so clever. Jetzt bin ich fast selber reingerannt. Hier sind schon wieder welche nachgespawnt. Wo? Hier im Gefängnis? Ernsthaft? Ja. Aber ich bin auf der anderen Seite vom Gefängnis gerade. Aber hier sind schon wieder welche da. Soll ich sie umlegen? Ja, sicher, sicher. Da baller ich aber direkt. Nur auf dem Dach, nö. Was zum? Ach du Scheiße, ich glaube, ich sollte mich vorher heilen. Wo sind Uns die geht's anderen? gut. Hier waren doch gerade noch mehr. Hier, komm mal her. Warte. Oh, danke. Rare ist. Ach, den Schlafsack legen wir aufs Dach, oder? Dachte ich auch. Ich werd ihn an meinem Endpunkt einfach hinlegen. Okay, Ja, ich da wollte. ganz oben, wo wir Alter, wo gesagt hatten, kommen wo. die Lootbags her? Sind die Ist reingerannt irgendwo? runtergefallen, ich habe noch keinen Platz mehr.
Knarre Level 6? Ich habe nur diesen Schrauber. Okay. Weißt du was, ich trinke? Ich nehme es mal mit. Habe ich auch mal eins. Wahrscheinlich brauche ich es eh nicht, aber. Ja, die Minen sollte man wirklich erst zum Schluss legen, glaube ich. Ja, das war nicht meine schlauste Jetzt wäre ich Idee. leider wieder reingerannt. Sagt, die Bonbon-Minen gehen, aber die Topfminen sind, glaube ich, gefährlich. Wenn ich dieses Bisschen Kabel so nervig. von oben runterhängen sehe, dann denke ich immer, ich bin gleich von so einem Vieh, das an der Decke hängt, aus Half-Life gefressen. Ich glaube, Mit Schlafsack lege ich. die haben mich im Let's Play auch einmal erwischt. Bei Blue Shift, wo ich geguckt hatte, hast du dich immer fressen lassen. Ja, mit Absicht, glaube ich, da aber auch einmal. Oh. Um einfach uns zu zeigen. Aber ich glaube, einmal haben sie mich auch so erwischt tatsächlich. Da hing das ziemlich, wenn das so sehr schnell über dem Boden hängt und du kommst nicht schnell genug, die Waffe wegzuwechseln, wenn die halt einmal zubeißen, der Schaden ist halt massiv von denen. Ich glaube, zweimal beißen, dreimal maximal, da bist du weg. Ja. Schon auf einem So, niedrigen also, Schwierigkeitsgrad. ich würde jetzt sagen, wir sind gut versorgt. Ja, an Muni soll es nicht hapern. Ich würde sagen, wir gehen nicht nach Ravenholm. Oh ja. Das war halt echt Obwohl die gut. Stadt ja hier schon fast wie Ravenholm ist, kannst du sagen. Die zerstörte. Ja, aber ich fände es viel besser, wenn du die Zombies anzündest, dass sie da auch so laut schreien. So. Das war echt, ich fand das immer. Es klingt halt echt, als ob die noch da drin sind, die Menschen. Also von der neuen Grafik her war der Half-Life 2 damals so das Spiel in meinen Augen. Ich fand es auch echt gut. Sehr, sehr gut gelungen. So, 17, 18. Dann kann ich ja noch mal eine Pipi-Pause machen. Dito. Und mir schnell einen Kaffee holen. Ja, ich mache auch eine kurze Pause. Gut, bis gleich. Ich stelle hier mal kurz was hin, nicht dass hier gleich was spawnt. Oh ja, das Bike Das of rettet Pigs. uns. Es verschafft uns ein paar Sekunden. Auf jeden Fall. Was ist das? Da habe ich ja auch. Ach nein, habe ich nicht mitgenommen. Na, was soll's. Oh doch, habe ich. Ja, sieht man schön. Bis gleich.